Und gerade wieder einen Auftrag bekommen. Ich soll die 2G-Regel raussuchen, fertig machen, laminieren, weil wir jetzt am Wochenende einen weihnachtlichen Markt mit Singen haben. Und das war ein Abgeordneter der Grünen der Stadt Essen. Also die Grünen der Stadt Essen. Aber er ist freudig, er ist ausgetreten. Und er sagte mir gerade soeben, dass der Herr Lauterbach doch kein Gesundheitsminister werden soll, sondern jemand irgendwo aus Brandenburg. Ich finde super toll, wie die Politiker da am Schachern sind. Ne? Ja, also wie gesagt, wenn man das alles so mitbekommt, ich habe ja hier, wie gesagt, das gesamte Klientel und ich habe ja auch denen gesagt, wir können wirklich mal so eine Talkrunde machen, vor laufender Kamera und mal raushauen. Ich meine, wir kommen alles hier mit, die Koalition ist doch irgendwie am Platzen, weil der oder die oder jener, was weiß ich, doch nicht das bekommen, was sie da gerne hätten. Ich finde es stark, wenn Politiker anfangen zu schachern. Also Herr Lauterbach soll kein Gesundheitsminister werden, sondern jemand, eine Frau aus Brandenburg. So ganz genau wusste der grüne Abgeordnete jetzt hier der Stadt Essen es nicht. Ja, vielleicht kriege ich die Herrschaften ja doch mal dazu, vor einer richtig guten Kamera, vor einer richtig guten Kulisse zu arbeiten. Meiner einer ist ja nicht mehr anwesend, weil ich habe wieder 1G, 3G, 2G, ich habe höchstens GG. Ja, ich habe ein MG, 4 oder so. Ratatatatat. Gute Argumentation auf 1500 pro Schuss. Ja, das ist eine Satire, böse Satire. So, also hier haben wir um uns herum die Regel 2G. Sonst ist da nichts machbar. Ja, hart, ne? Demnächst nur noch 1G. Noch einmal, meine Ärzte um mich herum spritzen nicht, weil sie festgestellt haben, dass ihre Patienten, dass es denen nicht gut geht. Also sie lassen es. Sie haben sich gerade fotografieren lassen, alle Mann, und haben drunter geschrieben, wir spritzen ab sofort nicht mehr. Punkt. So, weil die Ärzte bekommen doch schon langsam Schiss wegen deren sogenannten Ärzteverordnung. Weil die Ärzte mit Spritzerei, einmal falsch, doch irgendwann mal im Knast landen können. Ja, ja, keine Ahnung. Also, so ein Tag wie heute, man merkt, dass keiner da, weil die alle anstehen, die wollen ja alle gepiekst werden. Ich kriege so einen Auftrag mal eben hier rein, zack, zack, mach mal eben fertig, 2G, baba, baba. Und ich mache fertig. Ich mache die 2G-Regel fertig. Und toll, ne? Ja, nichts 3G, 2G. Und das hier in so einem Mini-Ort. Mini-Ort. Versteht ihr? Mini-Ort. Auch da, wo die Toilette ist. Da, genau an der Ecke, wo die Notdurfstoilette ist, wo jeder Bürger drauf könnte. Das wird einfach mal blockiert. Dann seht ihr mal, wie Abgeordnete unterwegs sind, hier in so einer Mini-Ecke da, wo gerade, keine Ahnung, ich glaube 6000 Leute wohnen. Also viel wohnen hier im Kreis nicht. Ne? Also ich finde das schon gruselig. Ich finde es sehr gruselig. Die Stadt selber hat 590.000, das ist richtig. Und also 590.000, genau. Reduziert auf mittlerweile 560.000 und im Jahr sterben hier so 560 Personen, ne, jährlich hier in dieser Stadt. Also ist alles in Ordnung, oder? Ja. Also Übersterblichkeit, dass hier plötzlich 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, nee, das wäre ein bisschen heavy, ist aber nicht. Diese Stadt Essen, wie gesagt, kann man zwar vergessen, aber was soll man machen? So, wollte ich nochmal rausgehauen haben, dass ich jetzt hier 2G-Regel hier fertig machen muss. Dann sollte ich für eine Kundin auf einen uralten Rechner Centrino Windows 10 drauf daddeln, der benimmt sich jetzt wie eine alte Oma. Also die wird da hochgradig enttäuscht sein, deswegen lasse ich das. Ich habe nämlich ein Versuchsgerät hier. Auch da, Anmeldung Google wird gerade installiert, bla bla. Ich meine, wenn man so einen Alt-Citrino hat, der, ich glaube, 12 Jahre alt oder was, und da Windows 10 aufspielt, dann könnt ihr euch vorstellen, was so ein 12 Jahre altes Rechnergedöne da mit Windows 11 anfangen würde. Dann haben wir hier eine Terabyte-Platte reinbekommen und plötzlich hat die nur noch 35 Gigabyte. Auch krass. Also eine richtig
ne, 998, nee, ist nicht. 35 Gigabyte. Ich finde das hochgradig interessant. Wirklich hochgradig interessant, was hier so in der Technik momentan los ist. Dann habe ich jemanden gehabt, der mir dann immer PDF gesendet hat, die ich ausdrucken sollte. Statt A4 wurde dann immer A3. Sage ich, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Und sage ich, ihr müsst das richtig runterladen und dann können wir das. Ne? Aber nein, da war irgendeine Sicherung drin von der Bank. Also die Bank hat ihm das irgendwie zur Verfügung gestellt, das waren seine Abrechnungen. Und statt A4 wären die dann A3 gewesen, aus welchem Grund auch immer. Irgendwie haben die das nicht richtig runtergeladen. Ich meine, ich muss die ganzen Fremdsprachen ja erstmal eruieren, erstmal gucken, was möchte er denn. Und anhand der Sequenzen, die ich dann da sehe, weiß ich ja Bescheid. Aha, so also. Ne? Alles klar. Ja, so ist er nun mal. Okay, ich mache ihn fertig. 2G für den Weihnachtsmarkt hier in der Provence, wo gerade mal, ich glaube, 6.000 hier um die Ecke wohnen. Also hier in diesem Viertel. In diesem Viertel wohnen 6.000 und ganz rum hier, das gesamte Viertel, so um die 60.000. Aber die 60.000 sind dann verteilt. Ja? Und Altendorf, Hattingen sag ich schon, Oberdorf, Unterdorf und wie sich das hier alles so nennt. Ne? Ja. Altenessen ist viel zu weit weg, aber wie gesagt, wir haben hier über 500.000 Menschen, die hier leben, aber hier in diesem kleinen Viertel sind nur 6.000, die hier, wir haben auch keine Banken mehr, wir haben eine Filiale hier noch, natürlich Sparkasse ist klar, die muss bleiben, aber wie gesagt, wir haben reichlich viel Stress und ja, Corona macht es möglich, 2G. Geht's noch?